Ich kann nicht glauben, dass wir hier eingeschlafen sind. Ich fühle mich, als wäre ich wieder ein Teenager. Ist er das nicht auch? Wie sieht er immer noch aus wie ein Teenager? Ich auch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt war. Ich liebe dich. Nur so lässt du... So... Nur du lässt mich so fühlen. Mein Gott, ey. Lies doch mal rechteckig. Hallo? Ja. Etwas sagt mir, dass diesmal nichts und niemand zwischen uns kommt. Wenn du dich mal nicht irrst. Du hast Angst. Du sagst ihm, dass du ihn liebst. Das mache ich lieber nicht, weil sie muss sich ja später wirklich entscheiden, ob sie jetzt Rodrigo möchte oder ob sie Bruno möchte. Und da ja viele auf Rodrigo sind, und ich mich ja in mein Handy-Game schon entschieden habe, ist ja auch natürlich so eine blöde Situation gerade. Oh. Also wir könnten Rodrigo nachher nehmen. Ich weiß nur nicht, ob dann in der 14. Staffel auch Rodrigo da ist oder ob ich, weil ich ja Bruno gewählt habe, auch Bruno da ist. Naja, das weiß ich nicht. Deswegen sage ich das hier einfach. Ich kann nicht anders, als ein wenig Angst zu haben. Angst davor, mir zu sagen, dass du mich auch liebst? Nein, Angst vor dem Schicksal. Es war mir in den letzten Jahren nicht sehr wohlgesonnen. Ja, das stimmt. Linda, sei nicht traurig. Diesmal ist es anders. Diesmal sind wir alleine. Sieh dir die Insel an. Wir sind alleine. Bruno nicht da. Dein Kevin auch nicht da. Gott sei Dank. Ich hoffe, wir sehen ihn auch nie wieder. Ich meine, wir haben von ihm schon lange nichts mehr gehört. Und dass er auf der Flucht ist, das wissen wir ja. Aber hey, woher weißt du das? Weil das Schicksal uns wieder an die Spitze der Schlacht gebracht hat. Was? Wovon redet der? Welche Schlacht? Was beim Schlachter hat Fleisch geholt? Geil, grillen wir heute? Egal, egal. Und dieses Mal werden wir unschlagbar sein. Ja. Ich spiele auch Baseball und Fußball. Egal. Hallo, Drausio? Wer ist da? Die Diva mit den Stahlbeinen? Ha? Ja, ja. Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Ich rief Milton an, aber er hebt nicht ab. Wie geht es, Joao? Joao ist ein tolles Kind. Du musst dir keine Sorgen machen. Kannst du ihn ans Telefon holen? Er ist gerade nicht bei mir. Ich habe ihn selten gesehen. Oh oh. Milton bringt ihn jeden Tag in Jangada. Anscheinend hat er dort eine Menge Spaß. Sei nicht überrascht, wenn er beim Empfang arbeitet. Milton hat ihn noch nie zur Arbeit mitgenommen. Das sind wohl gute Neuigkeiten. Die festigen ihre Beziehung. Ich glaube, die sind gar nicht da. Ist meine Meinung. Also ich glaube, die sind ausgeflogen. Und Drausio versucht ihr gerade nichts zu sagen. Wenn die wüsste, wenn die nach Hause kommt. Also könnte ich mir vorstellen, dass so ist. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Wie gesagt, das Handygame habe ich vor 2 Jahren oder so mal gespielt. Und wie gesagt, bis zur 14. Staffel bin ich gekommen. Da habe ich auch jetzt bis jetzt nicht weitergespielt. Das heißt, wenn wir dann irgendwann zur 14. Staffel kommen, bis zu einer bestimmten Folge, dann geht es auch für mich normal weiter. Und dann kann ich auch wieder Diamanten hinzufügen, weil ich ja am Ende kriegen wir immer 10 Diamanten dazu. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir gemeinsam dann Diamantenentscheidungen treffen. Ich hoffe, die richtig sind. Oh mein Gott. Ja, das festigt ihre Beziehung, genau. Ja, total. Milton und Joao verstehen sich gut. Ja. Gut. Mein Verhältnis zu Milton ist nicht optimal. Aber er besteht.
Aber es besteht kein Zweifel, dass er sich sehr um Joao kümmert. Hallo? Ist da jemand? Hat die einfach aufgelegt? Cynthia, schon wieder. Du hebst ab, du legst auf. Ja, komm. Ist doch deine Frau. Hallo? Milton, ich will mit Joao sprechen. Er kann jetzt nicht reden. Er ist im Bad. Jedes Mal, wenn ich anrufe, ist er nicht erreichbar. Und ist das meine Schuld? Nein, aber du bringst ihn nicht dazu, mich zurückzurufen. Du bist die, die nicht hier ist. Gib nicht anderen die Schuld. Tja, jetzt hat sie ein Problem. Die Kutsche erwartet euch, Milady. Ich möchte heute nicht in die Reha gehen. Was ist los, meine Schöne? Ich will mit Joao reden und ich kann es immer noch nicht. Komm zur Sitzung und versuche es später noch einmal. Es macht nichts, wenn ich einen Tag auslasse. Jede Sitzung ist wichtig. Du wirst deine Genesung verzögern. Ich mache es ein andermal wieder gut. Ich storniere das Taxi. Oh weh. Ja, aber so betrübt wäre ich wahrscheinlich auch. Und da ist die Arbeiterin, was? Wann bist du hergekommen? Oder bist du nie gegangen? Hä? Genau. Ja, ich bin gegangen, aber ich bin sehr früh gekommen. Oh Gott, nein. Das habe ich so nicht gelesen. Ich bin sehr früh hier erschienen, ja. Obwohl, gute Idee, mir ein Zimmer im Jangada einzurichten. Du musst dich entspannen, du arbeitest zu viel. Du bist heute aber mürrisch. Hat dein Wecker nicht funktioniert? Ich denke, ich fange zu einer vernünftigen Zeit zum Arbeiten an. Aber du bringst mich dazu, mich schlecht zu fühlen. Die Angestellten werden denken, dass nur du hier arbeitest. Von uns beiden bin ich diejenige, die sich für die Arbeit begeistert. Manchmal muss man sein Herz teilen, ne? Damit es nicht an einen Ort verwelkt, nicht wahr? Oder gell? Du glaubst ihm nicht? Vielleicht hast du recht. Ja, komm. Vielleicht hast du recht, aber das Risiko ist zu groß. Das Risiko, Gefühle zuzulassen? Das Risiko, alles aufs Spiel zu setzen und zu verlieren? Arbeit lohnt sich mehr als Liebe. Zumindest für mich. Und du glaubst nicht, dass sich das ändern kann? Ich hoffe es. Was hältst du davon, einen Tag auf die Jungferninsel zu fahren? Noch eine Insel? Sind wir denn nicht schon auf einer? Die ist kleiner und abgelegener. Die Hinfahrt ist ein Abenteuer. Man muss ein Segelboot nehmen. Nur wir und die Weite des Meeres. Und kein Eisberg in der Nähe, hoffe ich. Entschuldigung. Wo sind die in Rio? Na gut, okay, wenn die da unten hingehen, ja, egal. Das würde ich gern. Ich will jede Ecke dieses Paradieses sehen. Ist es nicht unglaublich, wie du mich immer noch überrascht? Ist das der Grund, warum wir uns wieder wählen? Haben wir uns denn schon gewählt? Oder habe ich mich verwählt? Damit wir uns weiterhin gegenseitig faszinieren können. Genau. Ist diese Liebe nicht falsch irgendwo?
Wir trennen uns. Das steht fest. Keine Sorge, Milton ist vernünftig. Er wird es verstehen. Ich fürchte, er ist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Was, wenn er mir Joao nimmt? Das glaube ich nicht. Egal wie, er muss die Realität akzeptieren. Außerdem gibt es heute mehr Scheidungen als Ehen auf der Welt. Ich weiß nicht, ich stimme dir nicht zu, Mom. Milton sah Cynthia mit ihren Geliebten. Sabrina, halt den Mund. Was? Ich sage nur, wenn er will, hat er Waffen zur Hand. Das ist ein gutes Argument, Lissy. Lass sie. Ich muss mich ausruhen. Hör auf, diese Frau zu belästigen. Hast du kein Herz? Hast du dein Sprichwort schon vergessen? Das, mit dem du mich meines ganzen Leben lang belästigt hast? Ha? Mit Wahrheit beleidige ich nicht und fürchte mich nicht. Na? Oh Mann, ey. Oh, die Bar. Meine Ehrengäste, willkommen auf meiner Insel. Wieso hast du die gekauft? War bestimmt ganz teuer. Eine Insel ist immer sehr teuer. Netter Ort, Thiago. Ja, sehr erfrischend. Danke, das ist eine Projektion meiner eigenen Persönlichkeit. Ne? Weißt du? Schade, dass ihr nicht die ganze Show sehen könnt. Warum? Was ist passiert? Die Sängerin wurde krank. Also keine Live-Musik heute Abend. Gäbe es bloß eine großartige Sängerin, die mich retten könnte. Ja, wer könnte das denn sein? Ich könnte ja mal Shakira fragen. Oder, Dings. Oder Bums. Ich weiß nicht genau, wie heißt sie denn noch gleich? Vielleicht Linda? Lina Brown, kann die singen? Ich weiß nicht so genau. Ich hab das so im Kopf. Ich weiß nicht. So recht. Du musst das nicht tun. Du bist im Urlaub. Natürlich nicht. Ich bitte sie auch nicht. Das war ein Witz. Hä? Ja, habe ich das gewählt? Bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe das gewählt. Oh, geil. Ja, ich will unbedingt singen. Nur heute Abend. Nur heute. Oh ja, ich habe das gewählt. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich möchte dir ein ganz besonderes Lied schenken. Ich habe ewig her komponiert, aber es passt heute besser denn je. Toll! Hallo? Ich will das Lied hören! Und dann ist der Tag schon vorbei? Was für eine erstaunliche Nacht! Was denn für eine Nacht? Ich habe gar nichts gehört! Das Lied hat so gut angefangen. Und dann einfach mittendrin. Ey, ich verstehe sowas nicht. Du warst wunderbar. Die Leute waren verrückt nach dir. Thiago sagte, er wäre... Es wäre die beste Party seit Monaten. Du bist die Party. Ha, ha. Ich habe viel nachgedacht, dass es Spaß macht, kein Star zu sein. Du schaffst es trotzdem, einer zu sein, nicht wahr?
Aber es ist überhaupt nicht dasselbe. Hier bin ich anonym. Ich habe mit Thiago gesprochen. Er hat mir einen Job angeboten. Einen 6-Monats-Vertrag mit einem Auftritt 3-mal die Woche. Was denkst du? Ist das nicht toll? Bleibst du wirklich hier? Ich dachte, du könntest bei mir bleiben. Stell dir das vor. Den ganzen Tag am Strand und Musik bei Nacht. Es ist ein Traum. Ja, Linda, es ist ein Traum. Aber Rodrigo muss zurück in die Favela. Da ist er sein Zuhause. Da hilft er Menschen im Krankenhaus und wo auch immer. Ha, aber das so einfach macht, ist eine andere Geschichte. Linda könnte das so einfach machen. Die hat ja nichts. Die hält ja nichts. Wir würden unser eigenes, entspanntes Leben führen. Und ich kann genug für uns beide verdienen. Nur wir beide? Und was ist mit meiner Tochter? Hast du Rita vergessen? Oder ist sie dir einfach egal? Oh. Ja, war wieder mal eine spannende Folge. Ja, ich bin damit zurück. War tatsächlich Aufhänger. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Interborns Interaktiven Story. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denne und ciao.